Strukturell heißt für mich, dass es von staatlicher Seite sozusagen gewisse Strukturen gibt, die geschaffen werden. Aber das kann ich ehrlich gesagt nicht in dem Sinne erkennen. Natürlich kommen da auch von mir mal, dass mir Dinge rausrutschen, die irgendwie etwas zu hart sind. So, was passiert dann? Ich achte ja auf den Chat nebenbei, was der schreibt. Dann kommt plötzlich wahrscheinlich irgendwas wie: Holger, das ging jetzt aber gar nicht, das war jetzt zu hart. Oder das war jetzt nicht lustig, das hättest du dir verkneifen können. So, dann denke ich in dem Moment vielleicht schon drüber nach und denke: Okay, sorry Leute, das war okay, ich nehme das zurück, das war ein bisschen hart, gebe ich zu. Damit ist die Sache erledigt. Aber ich meine, dass Asiaten oftmals sehr gleich aussehen oder ziemlich gleich aussehen, das ist ja mehr als nur ein Klischee, das ist ja Fakt. Also Entschuldigung, das ist ja nicht rassistisch, wenn ich das jetzt sage. Ja, aber mein lieber Lars, unter was für einem Druck stehst du denn? Also das ist ja schon beängstigend, möchte ich fast sagen, weil die Leute wollen, das heißt die Leute, also ein Teil eurer Community auf jeden Fall findet das doch gerade gut, wenn ihr wie Freunde miteinander umgeht und ganz locker, flockig da miteinander Spaß habt. Das ist doch genau das, worum es geht. Je authentischer und natürlicher man in solchen Situationen, bei solchen Let's Plays oder sowas miteinander umgeht, desto sympathischer ist es doch. Also wie kann man sich denn derart selbst unter Druck setzen und sich selber derart geißeln und sich derart selber auspeitschen und sagen, oh Gott, wir können jetzt hier nicht sprechen, als wenn wir unter Freunden wären. Viele argumentieren beim Wort Rassismus ja immer noch mit dem historischen Begriff aus der Kolonialzeit, wo ich immer so sage, Leute, ihr wollt immer alle so modern sein und wollt irgendwie bei den Begrifflichkeiten auch andauernd immer wieder neumodische Begriffe führt ihr irgendwie ein. Aber beim Thema Rassismus, bei der Definition des Wortes Rassismus, da hängt ihr weiterhin an einer Definition, die 150 Jahre alt ist. Also, das ist jetzt mein Lieblingsthema, möchte ich fast sagen, weil ich sag mal ganz klar und deutlich, jemand, der sich rassistisch äußert, ist ein Rassist. Punkt. So einfach ist es. Da muss man gar nicht lange drum herum reden. Und da reicht auch eine einzige rassistische Äußerung schon. Jemand, der einen Mord begangen hat, ist ein Mörder. Und das ist, man kann ja nicht sagen, naja, er hat jetzt nur einen Mord begangen, damit ist er ja noch kein Mörder. Natürlich ist er dann schon ein Mörder. Und jemand, der eine Bank ausgeraubt hat, ist ein Bankräuber. Da muss er nicht erst 10 Banken ausgeraubt haben, um zum Bankräuber zu werden, da reicht schon eine Bank. So, und genauso ist es hier auch. Jemand, der eine rassistische Äußerung tut, so wohlgemerkt rassistisch, wie ich rassistisch definiere, das ist der entscheidende Punkt natürlich, klar, ist ein Rassist. So einfach ist das. Und deswegen finde ich dieses Wort Alltagsrassismus ein ganz schlimmes Wort, das wirklich diese ganze Debatte total vergiftet hat. Und er hat ja selber gesagt, das ist vor ein paar Jahren erst aufgekommen. Dieses Wort gab es früher gar nicht. Ja, weil es offensichtlich Leute gibt, die jetzt quasi einen Raum schaffen wollen, um möglichst alles, was auch nur in Ansatzweise irgendwie, auch wenn es nur ein schlechter Scherz ist oder eine unbedachte Äußerung ist, alles gleich unter dem Kapitel Rassismus abheften möchten. Alltagsrassismus, dass dieses Wort hat ja einen Grund, ist ja eine Absicht dahinter, indem man nämlich jedem ein schlechtes Gewissen sozusagen macht, weil auch wenn das Wort Alltags davor kommt, es steckt das Wort Rassismus drin. Und jeder sagt, oh Gott, Rassist, ich hab mich da rassistisch geäußert. Oh Gott, das tut mir ja echt leid. Niemand will ja ein Rassist sein. So, das heißt, dieses Wort ist ein Wort, das die Debatte wahnsinnig vergiftet. Es gibt schlechte Witze, es gibt möglicherweise Witze unter der Gürtellinie, vielleicht auch Witze, die
diskriminierend sind, beleidigend sind, auch möglicherweise. Aber rassistisch sind sie deswegen möglicherweise noch nicht. Warum? Weil meine Definition ist, dass derjenige, der ein Rassist ist, dass der sozusagen auch tatsächlich die Überzeugung hat, dass die eigene Hautfarbe höherwertiger ist als eine andere. Und deswegen ist das, was er hier sagt, halte ich für grundsätzlich falsch, weil damit schafft man ja eben diese unfassbare Empörungskultur, indem man wirklich so viele Dinge unter diesem Wort Rassismus abheftet, die gar nicht da hineingehören. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass jemand, der kein Rassist ist, auch keine rassistische Äußerung tut. So einfach ist das. Da sind wir dann wieder bei diesem Unwort Alltagsrassismus, dass ich ein ganz schlimmes Wort finde, weil es, wie gesagt, Dinge in eine bestimmte Ecke drängt und Dinge dramatisiert, die so nicht dramatisiert gehören und man dieses Wort aber dadurch tut. Es gab zum Beispiel, und gibt es auch immer noch, aber früher war das verstärkt, natürlich ein sehr starkes Klischee, wenn es um Ausländer geht, beispielsweise wenn es um Polen ging oder um Rumänen oder Bulgaren. So diese Klischees, die klauen alle. Ne? Achtet auf euer Auto, ob es noch vor der Tür steht, es sind Polen in der Nähe oder sowas. Das sind natürlich zutiefst diskriminierende und klischeehafte platte Witze oder teilweise auch waren es auch mehr als Witze. Leute haben das sogar teilweise ernst gemeint, weil sie so schablonenhaft gedacht haben. Es ist aber nicht rassistisch, weil ein Pole und ein Rumäne oder Bulgare, die haben ja auch eine weiße Hautfarbe. Das ist aber eher, was hat aber eher was mit Nationalitäten, mit Klischees zu Nationalitäten zu tun und weniger jetzt tatsächlich etwas mit Rassismus, das sind schon noch zwei verschiedene Ebenen. Ist ein schmaler Grat, ist mir klar, aber ich finde, man muss dann auch bei der Wortwahl bitteschön auch mal ein bisschen, hat er ja selber für plädiert, dass man mal ein bisschen genauer nachdenkt, welches Wort benutze ich da jetzt. Was ist daran jetzt sexistisch? Ist doch toll, wenn der Mann mal im Haushalt hilft. Ja, gut, dieses klassische Bild von der Frau am Herd und der Mann sitzt, macht die Beine hoch, hat die Pfeife im Mund und liest Zeitung. Ich glaube, darüber sind wir nun lange schon hinweg. Und es ist doch toll, wenn der Mann mal im Haushalt hilft. Also ich kann eine Debatte in dem Sinne nicht feststellen. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, wo er diese Debatten sieht. Ich sehe die nicht. Ich sehe stattdessen eine Art von Empörungskultur und eine Art von Indoktrinierung. Also Leute geben sozusagen vor, wie Mann und Frau bitte zu sprechen hat und welche Worte bitte zu benutzen sind. Also das möchte ich hiermit vehement bestreiten, zu jedenfalls, was deine Definition davon angeht. Rassismus, wie gesagt, gibt es in unserer Gesellschaft, in der Tat, und er muss auch verachtet werden und man muss ihm auch entschieden entgegentreten. Aber es gibt ihn dann, meiner Meinung nach, habe ich ja schon mich zu geäußert, wenn es auch wirklich rassistisch ist, rassistisch in dem Sinne, dass ich die andere Hautfarbe als meine eigene minderwertiger betrachte. Das ist rassistisch. Sex, was ist sexistisch? Was ist das? Also das, was du als Beispiel genannt hast, ist für mich jedenfalls nicht sexistisch, sondern das ist, weiß ich nicht. Also es hat vielleicht mit gewissen Rollenklischees zu tun, aber es hat mit Sex in dem Sinne erstmal nichts zu tun. Wir leben in einer sexistischen Gesellschaft und das wird sich auch nie ändern. Das wirst auch du nicht ändern können, weil Sex für alle, für die gesamte Gesellschaft eine viel zu große Rolle spielt.
als dass es irgendwie aus der Gesellschaft heraus bekommen werden könnte. Und das wäre ja auch schlimm. Sex ist eine ganz normale Sache zwischen Menschen, egal ob heterosexuell, ob homosexuell, ob was auch immer. Ja, wieso? Rassist ist ja auch eine Beleidigung. Wenn mir jetzt so jemand sagt, du bist ein Rassist, dann hat derjenige damit ja auch beleidigt. Und warum habe ich nicht das Recht, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich kein Rassist bin, mich auch dagegen zu stellen und zu sagen, Entschuldigung, das ist Quatsch, ich bin kein Rassist, nimm das bitte zurück. Das ist genauso eine Beleidigung, als wenn jemand zu mir sagt, du bist ein Arschloch. Das ist genau dieses absurde Denken, das in deinem Kopf Lars Einzug gehalten hat und dazu führt, dass du unter einem solchen Druck stehst und so dich selber irgendwie, du bist dir selber peinlich in irgendeiner gewissen Weise. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde das ganz furchtbar. Lass dich doch nicht verrückt machen von einer bestimmten Gruppe Leute. Ja, du meinst wahrscheinlich jetzt, dass du in ein paar Jahren noch strenger mit dir selber sein wirst. Aber ich sage dir voraus, Lars, du wirst in ein paar Jahren über dieses Video lachen. Weil wir momentan einen Zeitgeist haben und bei Zeitgeistentwicklung haben es so an sich, dass sie irgendwann auch wieder verschwinden. Und das, was wir zurzeit haben, dieses total hysterische, empörende, übereifrige, jedem Menschen alle immer zu unterstellen, bei jedem Halbsatz und bei jeder Formulierung, dass das rassistisch oder sexistisch sei, davon werden wir wieder wegkommen. Davon bin ich fest überzeugt. Und vor allem, wenn du sagst, wenn da in meinem eigenen Lager solche Leute sich so empören und das eigentlich nur dazu dient, zerstörerisch zu wirken, ja, dann mach aber gefälligst auch dann auch die Klappe auf und sag das demjenigen und sag dem, pass mal auf, deine Kritik mag ja irgendwo im Kern nachvollziehbar sein, wir wissen, was du meinst, aber die Art und Weise, wie du jetzt hier den Holzhammer rausholst, den Empörungshammer rausholst, ist vollkommen unangebracht. Dir reicht es gar nicht mehr, dass du einfach nur deine Kritik geäußert hast, sondern du willst jemanden kaputt machen, du willst jemanden zerstören, du willst so lange rumquengeln, bis derjenige auf die Knie fällt und sich aus tiefster Überzeugung entschuldigt und das bedauert, was er gesagt hat.